Hallo, ich bin der Guido von Farraguna Gartentechnik und möchte heute noch mal zu dem Thema Selbstinstallation was sagen. Viele Leute rufen uns immer an, möchten ihre Rasenroboter selber installieren, treten natürlich auch Probleme auf. Wollte ich mal so eine kleine Richtlinie geben, wie man das im besten, ich sag mal, mit den Robotern dementsprechend macht. Es ist hier wichtig, dass ich, wenn ich mir selber einen Rasenroboter installieren möchte, mich damit auch ein bisschen beschäftige und nicht einfach irgendeine Maschine nehme und die dann mit nach Hause nehme und auf die Rasenfläche setze. Ich muss mich erstmal damit beschäftigen, mit meiner Rasenfläche, mit meinen Rändern, mit der Größe meiner Rasenfläche, mit der Rasenbeschaffenheit. Und ich muss mir auch darüber im Klaren sein, was erwarte ich überhaupt genau von dem Rasenroboter? Welche Qualität möchte ich hinterher haben? Welche Schnittqualität? Wie soll der Rasen aussehen? Und da ist es doch wichtig, dass ich mich da ein bisschen mit beschäftige, dass ich mir vielleicht erstmal, wenn ich bestimmte Maschinen in die engere Wahl ziehe, mir die Bedienungsanleitung vorher mal runterlade, mir die durchlese, was für Anforderungen überhaupt gestellt werden, welche Schnittsysteme ich wähle. Die weitere Frage ist, wenn ich jetzt einen Rasenroboter kaufe, es kommt immer die Situation, dass Probleme da sind. Man muss dann auch jemanden haben, wo man mit dem Rasenroboter hin kann. Wenn der jetzt eingeschickt wird, ist es zum Beispiel schwierig, weil ich kann mein Grundstück nicht mit einschicken. Da ist die Verkabelung beim Rasenroboter, die Position der Ladestation sehr, sehr wichtig, dass ich da auf jeden Fall auch einen Ansprechpartner habe, wo ich dann Fragen stellen kann, wo, wenn Probleme auftreten, mir auch jemand hilft. Bei der Auswahl der Rasenroboter ist es, wie gesagt, wichtig, dass ich in der Bedienungsanleitung einmal schaue, welche Flächenleistungen diese Maschinen überhaupt genau haben, welche Schnittsysteme ich gerne haben möchte und ob ich jetzt einen Rasenroboter haben möchte, der wirklich meine Fläche hervorragend mäht oder zumindest mit einer guten Qualität oder ob ich einfach nur einen Rasenroboter draufsetzen will, weil ich eben halt einen Rasenroboter haben will, der da drauf fährt auf der Fläche. Wenn man sich so vorstellt hier, diese kleinen Klingen zum Beispiel hier, da fängt es dann zum Beispiel an. Ich sag mal, wenn ich solche kleinen Klingen habe, dann habe ich natürlich dementsprechend keine allzu großen Flächenleistungen. Das heißt, die Maschine fährt natürlich ohne Ende. Und das sind so Sachen, da kommt man wieder in Konflikt mit Kindern, mit Wildtieren. Also insgesamt müsst ihr da schon eine vernünftige Planung machen. Ihr solltet euch einen Kabelplan machen, wie ihr die Kabel verlegt, wo ihr die Ladestation hinstellt. Ihr solltet euch vom Hersteller die Flächenleistungen angucken, die mal überschlagen. Die sind meistens viel zu groß angegeben. Da kann man ohne Probleme auch nochmal nachfragen, was wirklich die effizienten Werte sind, dass man dann auch sagt, okay, ich hole mir einen Rasenroboter, der auch in mein Zeitfenster reinpasst, dass er dementsprechend die Rasenfläche auch in einer bestimmten Zeit schaffen kann und nicht hinterher total überfordert ist. Beim Rasenroboterkauf ist es eben halt wichtig, dass ich, wie gesagt, gucke auch ein bisschen auf die Qualität. Man sieht hier zum Beispiel den Unterschied. Wir haben hier eine dreirädige Maschine mit Minimessern drunter. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel beim Stiel gucken, haben wir eine vierrädige Maschine mit einem festen Messer, mit einer Mulchglocke. Maschine ist auch sehr, sehr sicher, wobei, wie gesagt, das Thema hatten wir ja schon. Kinder, Tiere, niemals im Bereich, wenn der Rasenroboter läuft. Das alles sind wichtige Faktoren, über die man nachdenken sollte, bevor man sich so einen Rasenroboter kauft und bevor man den dann selber installiert. Die Kabelverlegung selber, ich sag mal oberirdisch, einfach den Draht oben auf den Rasen nageln, ist meiner Meinung nach nicht gut. Wir machen es gar nicht, weil es ist so, der wächst in die Oberfläche teilweise ein. Man weiß es nicht mehr, nach ein paar Jahren hake ich dann irgendwo oder mache irgendwas und schon ist das Kabel beschädigt. Das Kabel sollte unterirdisch verlegt werden. Man kann also ohne Probleme mit dem Kabel 5 cm in die Erde rein. Kann das Kabel dementsprechend dann vernünftig verlegen, dass es auch geschützt ist. Hier sollte ich auch auf die Kabelqualität gucken. Wenn ich da so ein Klingelkabel verlege, das ist nicht das Richtige als Erdkabel. Ich würde da schon ein stabiles, vernünftiges Erdkabel verlegen. Und da fängt schon an, man muss wirklich überlegen, dass man sowas vernünftig ausführt, dass so eine Anlage dann auch störungsfrei funktioniert und ihr da auch zig Jahre Freude dran habt und nicht die ganze Sache nach ein, zwei Jahren vorbei ist. Wenn die Kabelinstallation abgeschlossen ist, dann sollte man sich genau überlegen, dass man die Ladestation vernünftig aufstellt, so wie es vom Hersteller vorgegeben ist. Diese ganzen Experimente,
führen eigentlich dazu, dass irgendwann Störungen auftreten. Wir haben die Erfahrung auch gemacht, dass teilweise, wenn diese Ladestationen anders installiert werden, dass wir dann irgendwann im Laufe der Jahre oder Monate Probleme bekommen. Deswegen sollte man das gleich, also wie gesagt, vernünftig machen, sich an die Herstellervorgaben halten. Auch bei Randsteinen ist es problematisch, wenn ihr das Kabel in die Erde verlegt. Dann kann es sein, dass die Randabstände, die der Hersteller vorgibt, sich verändern. Da muss man vorher auch mal ausprobieren, gerade wenn man nah an die Ränder will, muss man sowas testen. Das ist insgesamt, ich sag mal, schon ein bisschen aufwendig, aber wenn ihr da vernünftig dran geht, wenn ihr die handwerklichen Fähigkeiten habt und das alles vernünftig plant, dann könnt ihr so eine Anlage auch installieren. Wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, aber es ist eben halt dann die einzigste Methode. Wenn ich es eben halt selber machen will, dann muss ich mir schon ein bisschen Gedanken machen und mich damit beschäftigen. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Video so ein ganz klein bisschen geholfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben. Dauert teilweise ein klein bisschen, weil wir sehr, sehr viele kriegen, bis wir antworten. Aber wir melden uns dann auf jeden Fall bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr irgendwas braucht, wir haben unseren Online-Shop auf www.faraguna-gartentechnik.de. Bis bald, euer Guido.